Gut, okay. So, jetzt sind wir gerade hier. Jetzt machen wir schnell nochmal die Piano-Szene. Das geht ja schnell. Und dann gehen wir nochmal einen weiter, holen schnell die Tafel. Und das mache ich aber dann auch wieder alleine. Ich lasse dann Rebecca, glaube ich, einfach hier in dem Raum stehen. Das sollte eigentlich kein Thema sein. So, pass mal auf. Du gehst jetzt mal bitte wieder da rein. Dann holen wir uns ganz schnell wieder die Batterie. So, das dauert ja nur ein paar Sekunden. Dann nehme ich euch jetzt gerade einfach nochmal mit. Das wird, denke ich, kein Thema sein. Und dann holen wir uns jetzt gleich ganz schnell die Tafel und versuchen wieder an dem Typen vorbeizurennen. Der steht leider Gottes im Flur. Es könnte eventuell sein, dass er uns erwischt, aber ich glaube, das ist sicherer, als wenn wir versuchen, ihn abzumurksen, weil das dauert einfach zu lange. Das dauert einfach zu lange und wir nehmen dadurch viel zu viel Schaden. Und ich bin gerade mit beiden relativ gut in der Heilung. Deswegen ist es mir lieber, ich versuche einfach an ihm vorbeizurennen. Wir können es ja mal versuchen. Vielleicht klappt es ja. So, erneut haben wir Rebecca freigespielt. Wunderbar. Und wir haben die Batterie. So, Rebecca lasse ich jetzt mal da. Ich versuche jetzt einfach hier schnell reinzurennen. Ich könnte natürlich auch speichern, aber ja, wir schauen einfach mal. Ich gucke jetzt mal, ob es funktioniert. So, dann schauen wir noch mal ganz kurz auf die Karte. Das war, wie gesagt, der Raum hier. So, geradeaus und dann da rein. Das sollte doch eigentlich gehen. Das muss doch möglich sein, an dem vorbeizukommen. Halt, andere Seite. So, gerade noch mal schauen. Also durch die Tür und dann einfach die nächste wieder rein. Das muss doch gehen. Ohne den zu berühren, oder? Ich hoffe. Wir probieren es einfach. Wir müssen ja eigentlich gar nicht an ihm vorbei. Hoffe ich. Sei denn, der steht natürlich direkt da. Scheiße, ich glaube, es war die verkehrte Tür, oder? War das jetzt die richtige Tür? Ich konnte jetzt so schnell gar nicht gucken. Nein, es war... Ah, okay, pass auf. Also, hier durch. Und dann ist das direkt, wenn wir reinkommen... Ah, wir stehen dann so blöd. Warte mal, ist das dann... Das müsste rechts sein. Warum habe ich die Tür gerade nicht gesehen? Verstehe ich gar nicht. Ich hätte die doch sehen müssen. Okay, wir kommen jetzt rein. Wir sind jetzt... Das ist jetzt die andere Richtung, glaube ich, weil wir stehen ja jetzt anders. So, ja, genau da. Oh, das ist auch so blöd, weil man dann wieder andersrum denken muss. So. Jetzt aber. Gut, wir sind da. Perfekt, jetzt können wir auch das Ding holen. So, einmal freikurbeln und dann haben wir alle Tafeln. Hui, so, hier im Schraubstock ist eine Steintafel. Der Griff fehlt, daher ist die Schraube nutzlos. Aber das macht nichts, weil wir haben ja... So, das Ding dabei. Klick, klack, klack. Kurbel, kurbel, kurbel. Jawohl, so, da haben wir jetzt die nächste Steintafel und die letzte dann auch. Gehorsamssteintafel, beziehungsweise die vorletzte, weil die letzte, wissen wir ja, die liegt noch draußen, die holen wir jetzt gleich. So. Jetzt heißt es wieder schnell sein. So, wenn wir jetzt hier durchgehen, müsste die Tür direkt rechts kommen. Ich hoffe, wir schaffen es wieder an ihm vorbei. So, da rein, 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 rein. Ja, geschafft. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sollte ich vielleicht mal öfter machen. Ich habe es ja schon ein paar Mal gemacht, vor Zombies weggelaufen. Können wir jetzt regroupen? Nee, können wir nicht. Okay, pass auf. Dann machen wir einfach Folgendes. Ja, genau. Sie steht da eh schon gelangweilt rum. Ich bin ja schon ein paar Mal weggelaufen von Zombies, aber manchmal habe ich dann doch gedacht, ach komm, baller es lieber ab. Wenn du da nochmal hin musst und was vergessen hast, ist es vielleicht besser, wenn man die vorher getötet hat. Aber hier in die Räume müssen wir ja jetzt nicht mehr rein. Wir müssen gleich nur nochmal nach draußen. Okay. Nur noch mal kurz nach draußen und die Steintafel holen und dann oben noch mal geschickt an den Insekten vorbei. Ah, was mache ich denn? Alter, wie... Oh Mann. Ah, könnt ihr mich bitte erschießen? Danke. Das wäre gerade das Beste, was wir, glaube ich, machen können. Warum ist Rebecca... Ich glaube, die stirbt jetzt, ne? Oder ist sie jetzt wieder da? Nee, ist sie nicht. Ja, ja, natürlich. Das war jetzt wirklich sehr dumm. Da dürft ihr mir gerne auch einen Daumen runter für geben, ganz ehrlich. Also das ist ja jetzt wirklich das allerletzte gerade gewesen. Wieso bin ich denn durch diese Tür gegangen? Ich habe keine Ahnung. Da möchte ich mich jetzt gerade am liebsten selber erschießen, ehrlich gesagt.
Mann, 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 wie kann man denn bitte so blöd sein? Tut mir leid. Also manchmal, das ärgert mich jetzt gerade maßlos einfach. Okay, ist nur Warnung, das geht noch. Aber wir waren ja vorher beide auf voller Heilung. Mann, Okay. Mann, 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 Engels. Echt. Gut, was soll's? Wir müssen sowieso weiter. Ich hoffe, dass es jetzt gleich funktioniert da oben mit den Insekten. Wir gehen jetzt erstmal nach draußen und holen uns die letzte Steintafel. Vielleicht können wir ja Räuberleiter machen oder sowas. Irgendwie werden wir schon da dran kommen. So. Da muss ich sie jetzt auch mitnehmen. Es hilft nichts. Ich hoffe, dass da draußen keine Hunde sind oder sowas. Bei Resident Evil 1 waren dort ja böse Hundis. Haben wir hier vorne noch was zum Heilen? Ne, wir haben nur das blaue Kraut, ne? Und blaues Kraut wissen wir ja. Ich will mir nochmal den Koffer angucken. Ich will mir nochmal gerade den Koffer angucken, ehrlich gesagt. Können Sie nicht. Ach so. Moment, dann. Rebecca, kannst du das tragen? Ich glaube, ne? Valium-Koffer. So, pass mal auf. Ich will mir den einfach nochmal angucken. Weil irgendwas verwenden. Warte mal, das geht nicht. Untersuchen. So, hier. Warte mal. Zahlscheibe drehen. Nein. Können wir hier. Mit dem Kombinationsschloss gesichert. Bei genauerem Hinsehen sieht man die Zahlen 385 in der Ecke. Was? Ach so. 385. Ah ja, gut. Dann würde ich doch sagen. 3, 8, 5. Öffnen. Das Schloss wurde geöffnet. Ja, geil. Oi, was ist denn das Geiles? Da ist etwas drin. Pistolenzubehör mitgenommen. Cool. Ein Zubehörset mit Zielfernrohr und Zielfernrohraufsatz. Die Befestigung an einer Waffe werden deren Zielgenauigkeit erhöht. Das ist ja geil. Ja, warte mal. Also Billy hat ja die schweren Waffen, dann würde ich fast sagen, wir rüsten das mal an Rebeccas Waffe aus. Mein Prachtstück. So, Spezialpistole. Untersuchen. Boah, sieht die geil aus. Eine Spezialpistole für mehr Präzision mit einem Zielfernrohr versehen ist. Die mit einem Zielfernrohr. Mit einem Ziel. Ja, cool. Geile Sache. Gut, weiß ich nicht, wie sich das. Warte mal, kann man da. Wenn ich das bei Rebecca jetzt ausrüste. Können wir dann irgendwie so ein Zielfernrohr verwenden? Ich muss das gerade mal ausprobieren. Stopp. Okay. Nein, du sollst dich da hier stayen, sonst du sollst einfach mal gerade die Waffe wieder ausrüsten. So, ich möchte mich mal was ausprobieren. Nee, okay. Aber vielleicht kann man damit bessere Headshots machen. Das könnte natürlich sein. Na gut, gehen wir mal nach draußen. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendwelche Hunde kommen. Oh, bitte nicht. Aber wir haben von oben keine gesehen. Vielleicht haben wir Glück. Erstmal horchen. Ich höre kein Schlurfen und kein Stöhnen. Es scheint auch keine Zombies hier zu geben. So, da oben ist die Steintafel. Da gucken wir gleich mal. Was haben wir hier? Die Brücke ist in der Mitte zusammengebrochen. Jenseits des Abgrunds ist es stockfinster. Na, klasse. Da können wir also nicht lang. So, die Steintafel. Da ist etwas, aber von hier aus erkennen sie es nicht. So, können wir Billy irgendwie benutzen, um eine Räuberleiter zu machen? Gerade schauen. Wir stellen uns mal hier hin. Da ist etwas, aber von hier aus erkennen sie es nicht. Okay, mit Billy können wir da keine Räuberleiter machen. Schade. Hier kommen wir. Stabiles Drahtgitter, trotz seines Alters ist es gut in Schuss, da kommen wir nicht durch. Okay. Gucken, was es hier sonst noch so gibt. Ein Aufzug. Zumindest sieht das so aus. Keine Reaktion, die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Gut, dass wir eine Batterie dabei haben. So, pass mal auf, Rebeckerchen. Du hast doch. Ja, ich weiß, wir müssen mal wieder das Spiel etwas dazu bringen, etwas zu verwenden, weil wir es verwenden wollen. So, genau. Die gute Astro-Batterie. So. Jetzt können wir den, glaube ich, aber verwenden. Ne? Aufzug benutzen. Jawohl. Ach, guck mal an. Eine Kiste. Ich glaube, ich weiß auch schon, wofür wir die benutzen müssen. So, und der Aufzug führt ja nur oben auf den Balkon. Ich denke, da brauchen wir nicht hochfahren. Das lasse ich jetzt einfach mal. So, Rebecca, bleib mal bitte da stehen. Ich werde das jetzt mit Billy machen, denn mit dem müssen wir wahrscheinlich die Kiste hier schieben. So. Geht das jetzt überhaupt, weil Rebecca da steht? Ich glaube, er will das jetzt nicht schieben, weil. Okay.
I'll go check over there. Yep. Yep, yep. So, pass auf, dann mal wieder wechseln und jetzt können wir hoffentlich. Ja, jetzt geht's. In guter alter Lara Croft-Manier schieben wir hier mal ein bisschen die Kiste. So, reicht das schon, um hier. Oh, Alter. Okay, müssen wir halt hier drauf und dann hier wieder runter und dann schieben wir das Ganze hier rüber. Moment. Zack, zack, zack. So. Dann gib Gas, Billy. Du schaffst das schon. Chaka und so. So, das sieht gut aus. So macht man das bei den Iron Man. So, das sollte schon reichen. Jetzt gehen wir noch hier ein Stück runter. Wow. So. Nein, nicht drauf. Nein, 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 nein. Aus, aus, aus. Schieben sollst du. Ah, nein. Ach so, das ist wahrscheinlich, weil ich die Maus da habe. Okay, okay. So, einfach hier so gegenlaufen. So. Das sieht sehr gut aus. So, und jetzt können wir die Sache auch mitnehmen. Haben wir genug Platz im Inventar? Nein, okay, pass auf dann. Liebste Rebecca. This way. Okay. Erstmal regroupen wir uns wieder und dann holst du mal bitte die Steintafel. Hier ist etwas. Disziplinsteintafeln. So, damit haben wir alle Grundprinzipien von Umbrella vereint. So, merkt sie euch gut. Ich werde sie in der nächsten Folge abfragen. Nein, Quatsch. So, Disziplin, Gehorsam und ich glaube noch irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. So, die Steintafeln hatten wir ja im Nachbarraum abgelegt. Die hole ich dann gerade mal. Ich glaube, es war hier die Tür, ne? Jawohl, da oben links haben wir die andere Steintafel hingelegt. Ich gucke nur gerade mal, was wir denn eventuell hier noch lassen können gerade. Das können wir die gerade stacken. Geht das? Gerade schauen. Ja, das geht. Perfekt. So, und lieber Billy, du lässt bitte auch noch mal ein bisschen was hier. Gerade mal schauen, was er noch so hat. Wir haben die 7 Schuss noch, das finde ich gut. Wir haben die Steintafel und mal gerade gucken. Sie hat eh nur noch 11 Schuss. Das heißt, ich gebe ihr mal gerade die Munition rüber. So, dann ist das schon mal gut. Dann kann sie gleich nachladen. Dann hat dann eigentlich alle genug Platz. Das finde ich super. So, dann können wir die Sachen alle holen. Dann müssen wir nur noch oben an den Insekten vorbeikommen. Oh Mann, das wird gleich lustig. Ich hoffe, ich kann die richtig umlaufen. Nicht, dass wir mit Rebecca da hängen bleiben. Das wäre schlecht. So, die Magnum-Munition, die haben wir hier auch noch liegen. Ich glaube, die hole ich mal dann hier. Warte mal, haben wir jetzt wieder vorne? Es müsste jetzt eigentlich vorne wieder genug Platz sein. Pass auf, dann nehmen wir die mal mit. Wir nehmen die nicht mit Billy mit. Wir nehmen sie mit Rebecca mit. Ich glaube, ich werde auch nochmal speichern. Ich glaube, ich werde nochmal speichern, Leute, bevor wir da oben hingehen. Falls wir mit Rebecca hängen bleiben und die arg verletzt wird, werde ich nochmal neu laden. So, pass mal auf. Dann legen wir jetzt hier die Magnum-Munition noch hin. Ich hoffe, die Magnum finden wir noch mit Laufe des Spiels. Wenn hier nämlich nochmal ein dicker Bossgegner kommt, dann können wir den mit der Magnum niederstrecken. So, dann hier jetzt bitte die Magnum-Muni ablegen. 9 Schuss. Finde ich super. Okay, so. Soll ich mit... Ich glaube, weißt du was, ich renne mit Rebecca vor, weil dann kann ich mit ihr besser ausweichen. Sollte Billy angefallen werden von Insekten, macht das nicht ganz so viel aus, glaube ich. Pass auf, wir machen das, wir versuchen das mal so. Wir rennen mal mit Billy vor, mit Rebecca vor. Und hoffen, dass Billy genauso gut ausweicht. Ich habe, wie gesagt, keinen Bock dafür, die Munition zu verschwenden. Ich behalte mir lieber die 7 Schuss. So, seid lieb. Ja, ja, ich weiß, dass ihr da seid. Schade, dass man nicht sprinten kann, ehrlich gesagt. Das ist echt gemein. So, da ist schon einer auf der linken Seite. So, weg, 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 weg. Ja, ja. So, schnell hier durch. War doch hier, ne? Ich hoffe, dass es die richtige Tür war. Das hat sehr gut geklappt gerade. So, wir müssen jetzt in der Rotunde sein. Jawohl. Oh, hier liegt noch Muni. Hier liegt noch Munition. Sehr schön. So. Da haben wir das große Teleskop. War hier unten noch was? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin ja hier, wie gesagt, schon mal gewesen. Hab dann... Ach ja, hier war ja die Eingabestation. Und dann habe ich das ja nochmal neu spielen müssen.
So, passt auf. Ich glaube, es ist egal, in welcher Reihenfolge, ne? Ich hoffe einfach mal. So. 30 Schuss waren das. Halleluja. So, pass auf. Verwenden. So, Disziplin haben wir eingesetzt. Sehr gut, das geht offensichtlich automatisch. Pass mal auf, wir machen gerade noch was anderes. Wir machen hier mal Kombinationen. So, und hier teilen wir mal gerade auf. Ne, teilen wir nicht. Wir lassen erstmal Billy die Sachen einsetzen. So, was haben wir denn noch für zwei? Wir haben jetzt noch Gehorsam und Einheit. Einheit war das, genau. So, mit den drei Disziplinen kommen wir hoffentlich weiter. Ganz toll, dass der junge Mann dort eine nee, nicht eine Schandmaske, wie nennt man das? Es gab früher, im Mittelalter gab es ja diese öffentlichen Zurschaustellungen und da hat man hier solche, wie heißen die denn? Eiserner Kragen oder so, wo die Hände drin gefesselt waren und der Kopf. Oh Gott. Was war das? Das war laut. Und die Tür ist aufgegangen. Also, wenn das keiner gemerkt hat, dass wir jetzt auf dem Weg sind. Perfekt ausgebildet. Okay. Ja, wunderbar. Ich bin echt begeistert für diese Errungenschaft. So, liebe Rebecca, komm mal bitte mit. Dann teilen wir jetzt noch schnell die Munition auf. So, und zwar bitte hier einmal austauschen. So, 15. Jawohl, das ist okay. Gut, ich nehme mal die Pistole. Die war schon ausgerüstet. Gut. In der Hoffnung, dass jetzt hier keine Zombies kommen. Drückt mir die Daumen, Leute. Okay, erstmal scheint hier nichts zu sein. Die Musik ist auch relativ. Was war das? Fledermäuse. Okay, hoffentlich greifen die nicht an. Ich hoffe, die bleiben da, wo sie sind. Das sind ja nicht sowas wie Krähen, also alles gut. Aber was haben wir denn hier? Ah. Oh. Ich verstehe. Okay, pass auf. Also die können wir drücken. Die nicht. Okay, wir müssen jemanden zurücklassen. Rebecca, bleib mal gerade da. Ich will erst mal gucken, ob hier sonst noch was ist. Oh. Hätte ich sie vielleicht doch mitnehmen sollen? Oh, scheiße. Das gefällt mir hier gar nicht. Okay, hier ist eine Tür. Das sieht aus wie ein Aufzug. Ich guck mal gerade hier. Das ist natürlich zu. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Oh Mann, ey. Okay, hier kommen zum Glück keine Gegner. Hier ist aber auch kein Heilkraut und nix. Okay, das sieht aus wie so eine Kirche hier mit diesen bunten Fenstern. Gut, Rebecca, dann stelle ich mal bitte auf den Schalter und mach uns mal die Tür auf. Das gefällt mir gar nicht. Oh. Ja, sie steht nicht richtig. Moment. So, jetzt steht es aber drauf, ne? Ich hoffe, dass es jetzt stimmt. Ja, jetzt können wir rein. Die Musik verstummt sofort, sobald wir die Tür öffnen. Das ist überhaupt nicht gut. Ich höre nichts. Das ist nicht gut. Ich höre wirklich gar nichts. Und hier ein schöner Altar mit jeder Menge Kerzen. So, hier ist eine Tür. Ich gucke mich jetzt erstmal hier um, ob wir hier irgendwo Heilkräuter finden oder irgendwas. Es scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Können wir überall nicht rein, auch nicht in die Seitenschiffe. Okay, dann schauen wir uns erstmal hier vorne an, was da so ist. Hier ist ein Altar. Trotz der heiligen Aura scheint es hier irgendwie unheimlich. Was ist das hier? Das sieht irgendwie aus wie so eine Inschrift oder so. Da sagt er aber nichts zu. Gut, dann gehen wir weiter.
Oh, wie schön. Ein Raum mit einer Schreibmaschine und Munition. Ah, und Granaten. Und ja, aber was sollen wir denn sonst hier, ehrlich gesagt? Agoeta Abitrat Pri... Ne, oder Pi Major. Ich kann leider kein Latein. Weiß leider nicht, was das heißt. Okay, was haben wir hier sonst noch? So, das ist dann nämlich eben, habe ich natürlich nicht gespeichert. Das machen wir aber jetzt sofort. Das Bücherregal sieht aus, hätte hier noch jemand was gesucht. Okay. Vor lauter Aufregung habe ich eben mal wieder nicht gespeichert. Das machen wir natürlich jetzt sofort. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier alles mitnehmen. Ich weiß es nicht genau. Nein, können wir natürlich nicht. Können wir noch irgendwas nachladen? Nein, aber wir könnten die Farbbänder oder das Messer... Ich weiß nicht genau, ob ich das hier lassen will. So, aber erstmal speichern auf jeden Fall. Ich denke, ich werde es mal wieder so machen, dass ich das dann hier während, also zwischen den Aufnahmen hole, das restliche Zeug. Sofern jetzt hier nicht irgendwelche Gegner kommen. Komischerweise scheint in diesem Raum hier sonst nichts zu sein. Zero.